Ja, und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu einem weiteren, ich würde sagen, kleinen Let's Play hier. Und zwar spielen wir dieses Mal Euro Truck Simulator 2. Und ich habe mir auch hier das Going East Add-on dazu geholt. Und also ich kann euch sagen, dass es nicht regelmäßig kommen wird, aber ich versuche einfach mal mein Bestes. Und möchtest du, dass das Spiel automatisch nach Spielupdates? Ja, mache ich einfach mal. Ich habe hier am Anfang ja einfach mal einen Account erstellt, aber wir machen hier einfach mal einen neuen. So, mit meinem Namen, und wir sind natürlich männlich. Wir sehen, oh Gott, wie sehen wir denn aus? Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ja, okay, gut, den nehmen wir. So, bevorzugtes LKW-Design. Was haben wir denn hier? DAF, Iveco, warum jetzt zweimal? MAN, Majestic, Volvo, Scania, Renault, ich nehme einfach mal MAN, das ach Gott, ein Firmenlogo, das sieht gut aus. Gib den Namen deines Unternehmens ein. Bitte was? Rollworks, keine Ahnung. So, Sprache Deutsch natürlich. Was ist denn jetzt los? Ah, so. Dann drücke ich einfach mal auf Erstellen. Ich spiele nicht mit dem Controller, oder? Soll ich mit dem Controller spielen? Ne, ich spiele mal als erstes mit der Tastatur. Was gibt's denn hier? Einfache Automatik. Die einfachste Fahrmethode, hauptsächlich aber nicht ausschließlich für die Steuerung per Tastatur entworfen. Und die Owner kümmert sich um alles, die Wechsel zwischen den Drive und Real und fährt die passenden Gänge. Okay. Ideal für Lenkrad und Pedalen. Okay, haben wir nicht. Oh, hin und her schalten. Nee, mache ich nicht. Ich mache einfach mal die einfache Automatik. Okay, fertigstellen. So. Wähle die Stadt, in der du beginnen möchtest. Ich würde einfach mal sagen Stuttgart, denn da in der Nähe komme ich auch her. Möchtest du das Tutorial durchgehen? Ja, gehen wir einfach mal durch. So, die erste Folge wird natürlich so ein bisschen Rundschau sein und was weiß ich alles. So, willkommen im Euro Truck Simulator 2. Endlich hast du die Chance auf deinen Traumjob, das Fahren eines LKWs. Okay, nicht schlecht. Das war schon immer mal mein Traumjob. Deine eigene Transportfirma hat nun ihre Pforten geöffnet. Leider fehlt dir aber das Kapital für einen LKW. Bis auf weiteres wirst du daher als Angestellter für andere Speditionen arbeiten müssen. Was? Warum? War das schon immer so? Ich weiß gar nicht. Ich muss mir mein Headset leiser machen. Dein Auftrag ist es, eine Ladung Autoteile bei LKW-Lok GmbH sicher zur Endhaltestelle nach Stuttgart zu bringen. Dein Arbeitgeber hat dich mit einer Zugmaschine ausgestattet und wird sämtliche Spesen tragen. Was sind Spesen? Spesen? Okay, weiß ich nicht. Fahre sorgsam und sei pünktlich. Drücke E, um den Motor zu starten. Was ist, achso, entweder mit den Pfeiltasten oder WASD. Ich nehme einfach mal WASD. Fahre etwas vor und halte dann an. So. Und dann? Es gibt noch weitere Kameraperspektiven, zwischen denen du wählen kannst. 1. Verfolgeransicht. Okay. 3 gibt's auch. Ach du Heilige, was ist denn das? Dachansicht. Fenster außen. Stoßstangenansicht. Jetzt bin ich bei 7. Das wäre die Randansicht, Radansicht und die TV-Ansicht. Ja, was ist denn das? Okay. Probier andere Sichten aus und drücke dann Eingabe oder Eingabe, um fortzufahren. Ah. Es wird Zeit, dass du eine Lieferung machst. Verwende den Route-Advisor. Den Route-Advisor, okay, damit du weißt, wo du dich befindest und wo es hingehen soll. Um mehr zu fahren, drücke F1. F1 oder Pause. Ah, oh, Spiel unterbrochen. Du besitzt ein Navigationssystem namens Route-Advisor, das dir jederzeit zur Verfügung steht. Der Route-Advisor gibt Aufschluss über deinen aktuellen Status, hilft dir mit Informationen zum momentanen Auftrag und weist dir immer den richtigen Weg. Ah, okay, das ist auch gut. Oh, was ist denn das hier? Wenn das Spiel unterbrochen ist, kannst du den... Okay. Mhm. Ah, okay, okay. Was? Am unteren verwendest du einen Schätzwert für die verbleibende Zeit und Fahrtdauer. Um durch die verschiedenen Drücke F5. Ah, okay. Ah. Okay, okay, okay. Mach einfach mal auf so. Wechsel zur Auftragsbeschreibung F6. Das soll ich mir alles merken. Oh Gott. Zustand F7. Okay, 0%. Fortfahren. Das ist alles. Du kannst dieses Tutorial durch Klicken des Hilfebands jederzeit erneut aufrufen. Um zum Spiel zurückzukehren, drücke F1. So. Alles ist richtig eingestellt und betriebsbereit. Jetzt habe ich es nicht lesen können. Folge der angewiesenen Route und dann irgendwas. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ah, der macht sogar Bewegungen. Oh Leute, krass. Ich glaube da hinten raus, oder? Fragt mich nicht, ich weiß es nicht. Ich setze mich einfach mal ins Cockpit rein. Oh Gott. Ich glaube, da habe ich noch ein bisschen falsch eingestellt, glaube ich. Blinker links ist natürlich hier und Blinker rechts ist das. Warnblink ist das. Motorbremse ist das. Verstellbremse ist dies. Ach du Scheiße, was gibt's denn hier alles? Fernlicht ist F. War schon immer F. UPH, Lichthube. Ach nee, halt. Blinker links und Blinker rechts. Machen wir mal so. Motor anlassen ist Tabulator. Tempomat ist Steuerung. Scheibenwische ist Z. Mach einfach mal meine gewohnte Einstellungen. So. Gut, das andere passt alles. Controller, Lenkempfindlichkeit, muss ich ein bisschen höher machen. So, Eingabehelfer. Mal kurz gucken, ob das dann fahren. Ah, ob das dann besser eingestellt ist. Ah ja, so mag ich's. Und wir müssen jetzt... Ach so, halt. Wir müssen jetzt nach links. Und ich weiß jetzt nicht, wie lang. Was? Fahre auf das Betriebsgelände und finde die Endhaltestelle. Ach so. Ich muss bloß darüber fahren. Ah. Okay. Was? Du könntest jetzt einfach näher ranfahren und die angezeigte Taste drücken, um deinen Auftrag zu erledigen. Allerdings würdest du dadurch kostbare Erfahrungspunkte verlieren. Wieso versuchst du es nicht mal wie die echten LKW-Fahrer? Mache eine Wende und fahre mit deinem Auflieger rechts rückwärts in den markierten Bereich, bis er richtig hineinpasst. Wenn du ihn gut platziert hast, sollte eine Meldung auftauchen, die dich auffordert, den Auflieger... Danach hast du es geschafft. Ja, das versuche ich jetzt einfach mal. Oh, das war knapp. So. Passt mal auf, jetzt machen wir das so. So. Halt! Oh Gott. Ich habe ja schon den ersten Teil gespielt, also den German Truck Simulator hieß der, glaube ich. Und da war das auch nicht ganz so einfach mit dem rückwärts einparken. Aber ich werde es natürlich immer versuchen. So. Gute Arbeit. Drücke T. Gut, wir fahren eine Strecke. Gut, bekommen wir ein bisschen XP dafür und dann fahren wir einfach mal fort. So, was ist denn das? Dies ist eine Firmenzentrale. Das hier? Wollt ihr mich verarschen? Das hier. Das ist ein alter Schuppen. Das ist doch keine Firmenzentrale. Was wollen die mir da andrücken? Hallo? Ich bin hier der Profi hier. Und dann drücken die mir so einen Scheiß da rein. Es ist eine sehr schlichte Garage. Ja, das so kann man es natürlich auch ausdrücken. Nichts Besonderes, aber immerhin ein Anfang. Leider hast du noch nichts, was du dort abstellen könntest. Deshalb kannst du hier auch keine LKWs oder keine LKWs sehen. Keine LKWs wahrscheinlich. Hast du erstmal genug Geld verdient und dir eine Zugmaschine gekauft, so kannst du dich frei bewegen und dein Geschäft von hier betreiben. Ja, sehr gut. Viel Glück. Dankeschön. Hier kannst du deinen Fortschritt sehen. Karriereentwicklung. Wow. Geil.